Funktioniert das? Funktioniert. Wunderbar. Alle soweit fertig. Ulla, lauf ein bisschen schneller, bitte. Danke. So, dann können wir loslegen. Herzlich willkommen zur Auftaktpressekonferenz der Saison 2020-21 im Anschluss an die Begegnung BSG Chemie Leipzig gegen den Berliner FC Dynamo. Die 1000 zugelassenen Fans sahen im somit ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark einen 3:1-Sieg der Chemiker. Torschützen für die BSG Chemie waren Petracek, Wibudulu und Wenschuch. Den Treffer für den BFC erzielte Chris Reha. Die Stimmen zum Spiel liefern uns auch heute wieder die Trainer der beteiligten Mannschaften. Hierzu darf ich zunächst auf meiner linken Seite Christian Benbenek als Trainer des BFC begrüßen. Zu meiner rechten, wie immer, Miroslav Jagatic als Cheftrainer der BSG Chemie Leipzig. Zunächst aber noch ein paar Worte zu Christian Benbenek. Er ist 47 Jahre alt, geboren in Soltau und begann seine Trainerlaufbahn vor etwas mehr als 20 Jahren als Jugendtrainer beim VfL Wolfsburg. 2005 wurde er Co-Trainer der zweiten Mannschaft, 2 Jahre später Trainer der U19, die er umgehend zur Meisterschaft führte. Dann wechselte er 2009 als Trainer der zweiten Mannschaft zur Eintracht Braunschweig. 2012 beerbte er dann Dietmar Demuth beim SV Babelsberg, den hier vielleicht noch der ein oder andere kennt. 2016 kam er dann zu uns und hat uns in die Regionalliga geführt. Für Christian Benbenek folgten danach Stationen in Havelse, Aachen, Ried, Fürth und auch nochmal Havelse, wenn ich mich nicht täusche, bis er schließlich am 8. Juni 2019 beim BFC unterschrieben hat. Das ist just auch mein Geburtstag. Ich habe dieses Jahr, an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, keine Karte bekommen zu meinem Geburtstag, sondern eine Zahlungserinnerung für meinen Mitgliedsbeitrag. Das ist der raue Charme, den man Chemikern mitunter nachsagt. Trotzdem, ich warte immer noch. Nach diesem kleinen Ausflug zurück zu Christian Benbenek. Wie war das Spiel aus Berliner Perspektive heute? Ich hatte vergessen. Was ist das? Noch einmal. Hochschieben? So, besser. Ich hätte das ganz vergessen, dass vor mir ja schon mal mein Lebenslauf hier vorgelesen wurde. Was macht ihr eigentlich, wenn einer mit 65 Jahren hierher kommt, hat er schon 100 Vereine, dann dauert eine halbe Stunde. Ne? Normalerweise also, da kommen ja noch die Spielerstationen mit dazu, die konnte ich heute zum Glück weglassen. Das war überschaubar, das waren nur 2 Vereine. Unser Tor hat Lucky Brumme gemacht, nicht Chris. Oh, dann möchte ich mich hier nochmal nachträglich entschuldigen. Dann zum Spiel, alles gut. Dann zum Spiel. Ich fand, dass wir richtig gut in die Partie reingekommen sind. War eine kampfbetonte Partie, wo das jetzt nicht danach aussah, dass wir nach den ersten 20, sah es für mich nicht so aus, als ob wir hinten liegen würden oder sonst was, machen dann viele individuelle Fehler, gerade im Umschalten, verteidigen hinten 1-1, ohne eine Überzahl zu haben, verteidigen auch nicht so kompromisslos, wie das sein müsste. Es hat mir immer noch keiner vom Fernsehen sagen können. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen, weil das wichtig ist für die Geschichte. Also einmal das 2-0 ist für mich ein Ellbogentreffer an Philipp Blume vorher. Und ich glaube, dass Chris Rea ganz klar gefreut worden ist, Elfmeterreif. Weiß ich auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich mich von außen nicht getäuscht habe, weil das sah da krass nach Elfmeter aus. Ja, wie auch immer. Kriege ich da Antwort? Weiß das irgendjemand von euch? Ihr seid alle von der Presse. Haben wir die Fernsehbilder jetzt gesehen oder nicht? Ihr seid länger hier als ich. Keiner guckt Fernsehen? Keiner die Info? Okay. Gut, also ich glaube, es waren schon 2 Knackpunkte dabei. Der Junge hat jetzt kein Ei von sich aus an der Schläfe. Hat er sich jetzt nicht selber reingeboxt. Und Chris Rea hat auch mit Sicherheit keinen Kratzer an der Wade, ohne dass ihn einer berührt hat. Aber wie auch immer, man sieht immer schneller als schlechter Verlierer aus. Ich muss zugeben, dass wir durch die kurze Vorbereitung sind wir von der Fitness noch nicht da, wo wir sein wollen. Da hat Chemie Leipzig deutlichen Vorteil gehabt, auch in der Zweikampfführung vorne, richtig wuchtig, also sehr, sehr gut gemacht von euch.
Gut ist, dass die Mentalität bis zum Schluss gepasst hat, auch wenn viele individuelle Fehler da waren, auch wenn nicht jede Einwechslung irgendwo gezündet hat bei uns, dass wir trotzdem drauf und dran waren. Wir hatten immer gehofft, wenn wir dieses 2-1 irgendwo machen, dann dreht sich dieses Spiel. Mit dem dritten ist es natürlich dann schwierig geworden, haben wir das 3-1 zum Glück noch gemacht. Wir haben nach dem Algenike-Pokalspiel letzte Woche haben wir einiges geändert in der Mannschaft, oder ich habe das geändert. Das war nicht das Ziel, die Mannschaft zu entzweien oder Jungs aus dem Kader rauszutun, die sonst Fake-Stammspieler sind, sondern mir war wichtig, dass der ganze Kader spürt, dass alle wichtig sind. Deswegen so viel Veränderung. Wenn sowas funktioniert, kann das eine Mannschaft richtig frei lösen und freischießen. Jetzt fliegt es mir gerade ein bisschen um die Ohren, aber ändert nichts daran, dass unser Weg der richtige ist, dass wir genau da weitermachen müssen. Wenn die ersten 20 Minuten gepasst haben für uns und die sahen sehr gut aus, dann müssen wir halt da weitermachen. Es sind noch 37 Spiele, glaube ich. Von daher ist noch nichts Schlimmes passiert. Zu euch nochmal Glückwunsch und alles Gute. Bis dahin. Herzlichen Dank für die Zwischenbilanz. Für eine Bilanz ist wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen früh. Die Zwischenbilanz aus Leipziger Sicht. Wie sah sie aus, Miro? Hallo zusammen. Erstmal bin ich glücklich, dass wir wieder mal geil spielen können. Wir haben 1000 Fans dabei gehabt. Absolut geil. Darauf haben wir alle lange gewartet. Und ich hoffe, wir bleiben alle vernünftig und kriegen in ein paar Wochen oder Monaten wieder das Stadion knüppeldicke voll. Vor allem wichtig die Gesundheit und da sollten wir alle diszipliniert bleiben. Zum Spiel, ja klar, sind wir froh, dass wir jetzt 3 Punkte im Deutsch gelassen haben. Zum Spiel bin ich eigentlich teilweise in der ersten Halbzeit mit der Mannschaft zufrieden. Wir haben gute Aktionen gehabt, wir haben uns zwischen den Ketten gut bewegt, wir haben eine Transaktion gehabt aus der Defensive bis jetzt praktisch von der Abwehr ins Mittelfeld. Dann der finale Ball nach vorne. Ja, da war manchmal vielleicht die Passschärfe nicht so genau, sonst hätten wir ein schnelleres Umschaltspiel gehabt, und weil da genug Räume waren, um die zu belaufen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal der Start. Wir müssen natürlich auch an vielen Sachen nochmal arbeiten. Teilweise, wie gesagt, sah das gut aus. Da muss ich echt dann auch von der Mannschaft einen Hut ziehen, weil die Wochen war auch für die Mannschaft nicht einfach, sehr viel Stress, dann auch im Training. Wir haben alle an einen Strang gezogen, wollten uns verbessern und da sind wir auf einem guten Weg. Und so kann es dann eigentlich auch weitergehen. Zweite Halbzeit, und bin ich auch der Meinung, die ersten Minuten, da waren wir noch nicht so richtig im Spiel. Und trotzdem hatten wir in der zweiten Halbzeit unsere Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Und das haben wir dann leider nicht gemacht. Und es ist ganz klar, dass BFC dann immer die Qualität in der Mannschaft hat, um gefährlich zu werden. Wir haben es dann im Kollektiv gut verteidigt, hatten unsere Situation auch im Umschaltspiel. Ja, und dann kam die rote Karte und da muss man Respekt der Mannschaft zollen, wie der eine für den anderen in die Bresche gesprungen ist. Und so kann es auch weitergehen. Und im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, 3-1 gegen BFC Dynamo, hätte mir nicht einer vom Spiel gesagt, hätte ich gesagt, gib da her, ich unterschreibe sofort. Und umso größer ist jetzt ja die Freude. Aber ich kenne die Mannschaft vom BFC Dynamo und ich weiß auch ganz genau, dass sie auch ihre Punkte holen werden. Deswegen wollen wir die Kirche auch im Dorf lassen. War ein immens wichtiger Sieg für uns. Und gestern war es ja nochmal so bei der Mannschaftssitzung. Da habe ich gesagt, es könnte sein, dass die was verändern werden. War mal ein bisschen hin und her gesponnen. Ja, und mit 3-4 Sachen hatten wir dann doch den richtigen Treffer da gehabt. Und ja, umso mehr freuen wir uns dann auch, dass unser Plan dann aufgegangen ist. Nach hinten hinaus wurde es nochmal knapp. Aber wie gesagt, in der Gemeinschaft haben wir uns die 3 Punkte jetzt hier in Deutsch gelassen. Und ich hoffe, wenn jetzt Zuschauer wieder dabei sind, dass es dann so weitergehen kann. Ich brauche eins der Mikrofone. Nehme ich gleich das. Besten Dank. Du hattest ja gerade die Fans und Zuschauer angesprochen. Ist vielleicht der einzige Wermutstropfen am heutigen Spieltag und dann in einer normalen Saison wären sicherlich 3-mal so viele Fans hier gewesen und die Stimmung wäre noch exorbitanter gewesen.
Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen, wie du den Tag heute ohne Gesänge, aber dennoch mit Stimmung erlebt hast und wie sich das anfühlt, nächste Woche ohne Fans zu DTB zu fahren? Die Mannschaft hat ja eigentlich gezeigt, dass es auch ohne geht. So ein bisschen ein mulmiges Gefühl muss es aber dennoch sein, so ganz alleine dann zu TB zu fahren, oder wie siehst du das? Ja, da gebe ich dir recht, weil im Endeffekt ist es ja immer so, wenn wir auswärts irgendwo unterwegs waren, es waren immer Chemiker dabei gewesen, die uns immer wieder gepusht haben. Und wenn es mal nicht gegangen ist, dann kamen einfach die Chöre und dann haben wir nochmal Energie freigesetzt. Es wird für jeden, glaube ich, das war jetzt auch gerade für BFC Dynamo eine ganz andere Situation, ohne Fans irgendwo hinzufahren. Und das sind nicht nur wir alleine, das ist eine ganz andere, also ganz komische Situation für alle Vereine. Und ich glaube, da müssen wir alle erstmal wachsen in der ganzen Geschichte. Ich hoffe, nicht zu lange. Also im Nachhinein ist es doch erstmal wichtig, dass wir gesund bleiben. Aber wenn wir, wie gesagt, diszipliniert bleiben, werden wir das Stadion auch wieder voll kriegen. Und Gesundheit geht in erster Linie vor. Aber klar, fehlen uns die Fans. Und jetzt nächste Woche... was mir da jetzt durch den Kopf geht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mache ich mir jetzt gerade erstmal keinen Kopf. Das mache ich dann ab morgen früh. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Du meintest gerade, die Mannschaft hat gezeigt, oder eure Mannschaft hat gezeigt, dass es auch ohne geht. Vielleicht meinst du es anders, aber ich sehe das jetzt mal für alle Fußballmannschaften. Fußball geht nicht ohne Fans. Na, auch alleine schon wegen der Fans, die gerne dieses Spiel sehen. Egal, ob eine Mannschaft ein Spiel gewinnt ohne die Fans oder es ohne sie verliert. Fußball ohne Fans, scheiße. Ich hoffe, das klang jetzt nicht. Ich hab's nicht. Ich hab das nicht so gemeint, dass du jetzt Schwachsinn erzählt hast. Dein Lebenslauf hast du viel zu gut vorgetragen. Danke. Aber ich wollte es aber nur mal auch für alle, die jetzt, ihr habt heute 1000 zugelassen. Ihr hättet vielleicht 5 gehabt, wenn unsere mit dazu kommen, noch mehr. Aber alle, die jetzt zu Hause waren, für die tut mir sowas unendlich leid, auch wenn ihr recht habt mit Gesundheit und tralala. Aber es ist was ganz, ganz Wichtiges, dass das alles wieder zurückkommt und wirklich jeder, der sich so eine Karte kauft oder auch eine Dauerkarte kauft, dann sich zu Recht auch freuen kann, zusammen Verein zu gehen und auch wieder diese Lebensfreude mitkriegen kann, egal wie das Spiel dann ausgeht. Ganz sicher, ohne Frage, ist das war von mir auch ausschließlich auf das Spielergebnis bezogen. Die BSG Chemie ist ohne Fans nicht vorstellbar, weil die wichtigsten Positionen von Fans besetzt werden und seit Jahren am Ende der Verein eben von diesen Fans getragen wird, die ja heute auch nicht völlig gefehlt haben. Sie waren ja durchaus sehr hörbar. Ich hatte das aufs Spielergebnis bezogen und sehe es am Ende ganz ähnlich, nur dass meine Meinung dabei nicht ganz so wichtig ist. Wie die von Miro oder die von Christian Benbenek. Gibt es noch Fragen von der Presse zum Thema Fans oder zum Spieltag heute? Gut, dann belassen wir es dabei und beenden einen doch denkwürdigen Spieltag in Leutsch. Vielen Dank, wir sehen uns in 2 Wochen. Da geht es dann gegen die Hertha-Bubis. Bis dahin. Tschüss.